Jo, Mahlzeit, liebe Leute. Schönen guten Abend, guten Morgen oder ein freundliches herzlich willkommen, wie auch immer. Schön erstmal, dass ihr wieder eine Runde mit mir mitfahren wollt, mit dem Ride Alone. So bin ich nicht ganz so alone. Und ja, ich hoffe, wir werden auch auf dieser kleinen Tour oder Fahrt gemeinsam wieder genügend Spaß haben. Nicht, dass es euch zu langweilig wird. Ansonsten wisst ihr ja, abschalten und das nächste schöne Video auf YouTube anklicken. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist wieder stockdunkel. Die Straßen sind leicht feucht oder nass, kann man eigentlich schon sagen. Es hat heute leider ein bisschen geregnet. Heute Morgen fing es schon leicht an zu regnen. Ja, diejenigen, die meine letzten drei Videos gesehen haben, die können vielleicht erahnen, wo es jetzt hier gerade lang geht. Wenn man irgendwas erkennen kann, weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ob ich das im Schnittprogramm ein bisschen verbessern kann hier, die Helligkeit. Weil das Licht hier von der Suzuki Freewind ist jetzt auch nicht das Beste mit H4. Dazu kommt natürlich noch der relativ trübe Scheinwerfer, da muss ich jetzt auf jeden Fall demnächst ran. Gerade wenn jetzt die Tage kürzer werden, die Uhren umgestellt werden und man größtenteils dann, wenn man dann mal fährt, am späten Nachmittag oder am frühen Morgen, wo es dann halt immer dunkel ist, dass man dann auch relativ gute Sicht genießen kann. Da hatte ich mir auch schon von Philips welche bestellt, hier von diese Blue Vision X-Moto. X-Moto, das sind spezielle Leuchtmittel für Motorräder von Philips. Die haben wohl irgendwie einen verstärkten, vibrationsgedämpften Lampensockel. Die sollen angeblich ein bisschen länger halten. Habe ich mittlerweile auch in meiner Vespa drin und in der V-Strom. Und ja, das Licht ist ein bisschen weißer, nicht so gelblich. Und es hat irgendwie den Anschein, dass doch mehr Lichtausbeute vorhanden ist. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen in diesem kleinen kurzen Video auf meiner Fahrt Richtung Arbeitsstätte. Ich nehme euch heute mal wieder mit. Ihr dürft dabei sein. Wie gesagt, diejenigen, die meine Videos, die letzten drei gesehen haben, die wissen eigentlich schon, wo lang es jetzt hier geht, in welche Richtung. Ja, worüber soll es heute gehen? Ich weiß nicht, die einen oder anderen von euch, die wissen es vielleicht schon, aber am 6. November ist ja wieder die EICMA 2017. Ja, eigentlich hätte ich erwartet, dass da nicht besonders viel Neues vorgestellt wird, weil auf der letzten Intermod, also passend zur Euro 3 bzw. Euro 4 Umstellung, es durften ja keine Motorräder mehr zugelassen werden, die Euro 3 haben und kein ABS und so weiter, gab es ja gewisse Voraussetzungen, dass Restbestände konnten natürlich noch zugelassen werden mit Sondergenehmigungen und so weiter, aber da war so ein Stichtag eben, der 1.1.2017, dass ab da dann halt nur noch Modelle mit Euro 4 zugelassen werden können. Und dementsprechend haben natürlich auch alle Hersteller neue Modelle präsentiert oder präsentieren müssen. Und dementsprechend war natürlich auch, ich sag jetzt mal, die Modellvielfalt oder die neuen Modelle, die dort vorgestellt worden sind, extrem zahlreich. Jeder Hersteller, wie gesagt, hatte etwas Neues zu bieten und sei es nur ein Facelift oder ein Update. Es war eigentlich kein Hersteller dabei oder kaum ein Hersteller dabei, der nichts Neues präsentiert hat. Weil, wie gesagt, die Hersteller, die überleben wollen, die mussten halt was Neues auf den Markt bringen. Ja, wie zum Beispiel Aprilia mit ihrem V2, den sie angeblich nicht mehr Euro 4 konform entwickeln konnten. Dann, ja, Suzuki hat ja die neue V-Strom rausgebracht. Was heißt neu? Wie gesagt, das ist nur ein Update, quasi ein Facelift. Ja, Yamaha hat so einige neue Modelle vorgestellt. KTM war dabei mit der 1090er und der neuen 1290er. Suzuki mit der neuen Gixxa. Also da war schon einiges Neues dabei, dass man sagen konnte, so viel Neues wurde, glaube ich,
in der Vergangenheit noch nie auf einer Motorradmesse präsentiert. Da war richtig was los, auf Deutsch gesagt. Und deswegen denke ich, dass dieses Jahr auf der EICMA, weil ja, das meiste Neue ist eben schon auf den Markt geworfen worden, Anfang des Jahres, wie gesagt, dass da jetzt am Ende des Jahres nicht mehr so viel kommen wird. Aber ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Was drängelst du so hinter mir? Ich war vorhin mal auf motorradonline.de und auf 1000 PS und so weiter, habe mich da mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, eingelesen oder schlau gelesen in das Thema EICMA 2017 und es pfeift aber ganz schön wieder hier. Und siehe da, es werden auch auf der EICMA doch relativ viele neue Modelle erscheinen und präsentiert werden. Unter anderem Honda ist dabei mit einer neuen CB1100 in ja, so einer Art Retro-Style mit Rundscheinwerfer vorne. So, die Studienfotos, die sehen mal gar nicht so schlecht aus, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und Kawasaki bringt dazu auch ein Retro-Bike raus, ein Naked-Retro-Bike, sage ich jetzt mal, die Z900 RS. Total geil, das Ding. Sieht richtig schnieke aus. Erinnert mich so ein bisschen an die C4 von damals. Oder C4, wie die ausgesprochen wird. Wird auf jeden Fall ein starker Konkurrent zur Honda CB1100 RS sein und werden. Ja, Suzuki hat gestern ein Video rausgebracht, ein EICMA 2017 Teaser. Da konnte ich jetzt aber gar nicht so viel erkennen. Da habe ich immer nur einen Mann gesehen und eine Frau abwechselnd. Und hin und wieder konnte man dann so leicht erkennen, dass dort auf dem Motorrad gefahren worden ist oder gefahren wird. Was so schwer nach einer SV650 aussieht. Da dachte ich schon, oh, hat Suzuki endlich mal begriffen und möbelt die SV650 weiter auf mit weiteren Modellvarianten. Weil in den Niederlanden kann man ein schönes oder eine schöne Modellvariante der SV650 bekommen. Sieht aus wie so ein Café Racer mit brauner gesteppter Sitzbank. Kann ich euch mal einblenden, das Bild. Sieht richtig geil aus. Da habe ich mich damals im Sommer schon gefragt, wo ich mich da hier für die Anfängerbikes für meine Frau interessiert habe, warum Suzuki nicht ausgerechnet dieses Modell hier in Deutschland anbietet, ja, sondern nur in anderen europäischen Ländern. Und hier in Deutschland gibt es halt nur die 0815 SV, die man zwar auch mit so ein paar Zubehörteilen optisch aufwerten kann, aber da man auch entsprechend Geld für hinlegen muss und man da schnell auf ja, 7.500 Euro kommt und das für eine 650er mit ja, 70 PS. Das ist auch ganz schön happig. Da legt man 1000er drauf und ist man schon in einer ganz anderen Naked Bike Klasse. Aber nichtsdestotrotz, Suzuki hat glaube ich langsam verstanden, mit ihrer Modellvielfalt, ja, von Vielfalt kann man da ja gar nicht reden, das sind ja wirklich, die Modelle von Suzuki kann man ja bald an einer Hand abzählen. Da muss in Zukunft was passieren, sonst sehe ich Suzuki wirklich, ja, in Zukunft wirklich auf einen absteigenden Ast. Wenn man sich mal Yamaha anguckt, wie viele Modelle die haben und auch andere Hersteller, da hat Suzuki nicht viel zu bieten. Gerade so auf der klassischen bzw. Retro-Schiene gibt es da ja momentan gar nichts. Und wie gesagt, da habe ich mir schon gedacht, warum nimmt Suzuki nicht die SV her, verpasst hier ein paar schöne, schicke Speichenfelgen, ja, eine schöne Sitzbank. Hier und da ein paar optische Gimmicks und Feinheiten und präsentiert uns einen schönen, ansehnlichen Café Racer, ja, oder ein Retro-Bike à la Yamaha XSR 700 oder 900. Von mir aus können sie auch die SV, können sie den 1000er Motor von der V-Strom wieder einpflanzen und eine SV1000 rausbringen, ja, für die etwas größeren Leute hier in Europa. Ich denke mal, die würde auch ganz gut angenommen werden. Momentan ist ja diese Retro-Schiene absolut hip und in. Ja, angefangen hier, glaube ich, mit der BMW R9T
die das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat oder an andere Hersteller auch nachgezogen haben. Wie gesagt, das war so kleine Info, Alkmaar 2017, was gibt es? Ich habe kein Fernlicht an. Warum macht er mir hier die... Ich habe kein Fernlicht an! Außerdem blende ich dich doch gar nicht, Mensch. Dein ganzer Innenraum im Auto ist dunkel. Guck dir mal meine Funzel hier an, ey. Was soll denn da blenden? Ach, reden wir einfach noch ein bisschen über die Alkmaar 2017. Was gibt es da für neue Modelle? Was habe ich da gelesen? Ja, wie gesagt, Honda, Kawasaki, zwei neue Naked-Bikes. Yamaha wird die T7, glaube ich, dann präsentieren. Ducati verabschiedet sich, glaube ich, auch vom V2-Motor, zumindest bei der Panigale. Die werden die Panigale jetzt mit dem V4-Motor vorstellen. Auch eine absolute Neuheit. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon im Groben. Ich meine, wer sich dafür interessiert, weiß sowieso schon Bescheid. Weiß wahrscheinlich mehr wie ich. Könnt ihr ja mal noch mal in die Kommentare schreiben, was ich so vergessen habe. Beziehungsweise was ihr noch dazu sagen könnt zu Alkmaar 2017. Ob ihr da hingeht. Und wenn ja, ach, das ist ein Bremslicht. Er hat nur ein Bremslicht, deswegen. Ich dachte, das wäre eine Nebelschlussleuchte, die er da andauernd anmacht. Ich werde nicht hingehen, ist mir ein bisschen zu weit weg. Und ich bin jetzt momentan auch eigentlich bestens bedient hier mit meinem ganzen Fuhrpark. Dass ich denke, ja, so schnell wird da nichts Neues kommen, was mir jetzt gefällt oder so gefällt, dass ich sage, ja, ich verkaufe jetzt ganz schnell meine Motorräder und kaufe mir ein neues. Wobei ich muss sagen, aktuell habe ich meine Vespa bei mobile.de inseriert und die V-Strom, wenn dort einer Interesse hat und möchte diesen Preis bezahlen, den ich ganz gerne haben möchte, der mir da vorschwebt, dann ist sie weg, ansonsten bleibt sie weiterhin bei mir in der Garage und überwintert dort. Also keine Sorge, Leute, das ist jetzt kein Signal, dass ich die V-Strom nicht mehr mag oder dass ich sie scheiße finde, auf Deutsch gesagt. Das ist einfach so, ja, so ein bisschen Preise abchecken auch. Was ist meine Maschine noch wert? Finden sich da überhaupt Interessenten für? Ja, hätte ich eine Chance? Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn es schnell und einfach und reibungslos über die Bühne geht, dann muss ich mal überlegen. Vielleicht gehen sie dann weg und ich kaufe dann zum Frühjahr eine neue Maschine. Mal gucken. Aber wie gesagt, das ist im Moment so ein bisschen Hirngespinst. Ja, so. Dann war ich letztens wieder auf dem Kanal von meinem Lieblings-YouTuber. Ja, ich weiß, jetzt werden viele wieder die Augen verdrehen und sagen, hey, ich habe dir doch gesagt, ich schaue dir gerne zu und so weiter, aber bitte keine Informationen mehr oder keine Vlogs mehr über diese speziellen Moto-Vlogger, die uns alle eigentlich am Arsch vorbeigehen sollten. Aber das eine muss ich nochmal loswerden und dann ist auch Schicht im Schacht. Wie gesagt, ich war gestern mal wieder auf dem Kanal meines Lieblings-YouTubers. Den Namen sage ich jetzt auch absichtlich nicht. Wir wollen ja nicht unnötig Werbung für diejenigen machen. Ich denke mal, die meisten wissen, wer damit gemeint ist. Ja, und da sitzt er mit zwei anderen. Unter anderem, das kann ich ruhig sagen, mit Mr. Alpi. Und nimmt ein Reaction-Video auf. Ein Reaction-Video ist ganz einfach erklärt. Man guckt sich auf YouTube ein Video an, lässt dabei seine Webcam oder Facecam laufen, schneidet das im Schnittprogramm zusammen und lädt das dann auf YouTube hoch. Und dann können sich quasi die Zuschauer angucken, wie man auf Videos reagiert sozusagen. Die drei haben sich Motorradunfall-Videos angeguckt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, jetzt geht mir hier die Hutschnur hoch. Nein, keine Sorge, Puls bleibt unten. Aber sinnbildlich gesprochen ist mir da echt die Hutschnur hochgegangen, weil pietätsloser kann man eigentlich schon gar nicht mehr sein. Das ist wirklich unter aller Sau, unter aller Würde.
und absolut ohne Geschmack, was die drei dort gemacht haben. Speziell der eine, der Unfallraser aus Bremen, saß dabei und hat dann entsprechend auf diese Unfallvideos auf YouTube reagiert. Natürlich auch mit einem lachenden Gesicht dabei. Und da denke ich mir nur, das ist doch Ironie pur, wenn so einer sich Unfallvideos anguckt und dann quasi öffentlich darauf reagiert und seine Reaktion zur Schau stellt und damit noch Kasse gemacht wird. Ja, 3-4 Mal Werbung schalten ist ja mittlerweile normal bei diesen Moto-Vloggern. Ja, sobald sie eine gewisse Größe haben, da reicht eine Werbung ja nicht mehr aus. Mittlerweile wird da 3-5 Mal Werbung auf ein 10-Minuten-Video geschaltet. Da packe ich mir an den Kopf. Und genau diejenigen meckern dann über RTL, Sat.1 und den ganzen anderen bekloppten Privatsendern, dass man da verblödet. Ja, nichts anderes tut man auch auf deren Kanälen mittlerweile. Man guckt ja nur noch Werbung, wenn man keinen Adblocker anhat. Geschmacklos, was die drei dort gemacht haben. Speziell der eine, weil er eben halt selber ein Unfallraser ist und mal schön die ganz kleinen Brötchen backen sollte. Ihr könnt ja, wie gesagt, wenn ihr überhaupt Bock habt, mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich denke mal, wir sind da alle einer Meinung. Das geht absolut nicht. Ja, das ging wirklich einen Schritt zu weit oder 3 Schritte. Und ich bin echt mal gespannt, wenn die Angehörigen zufällig auf dieses Video stoßen, beziehungsweise auch der Staatsanwalt und der Richter, und sehen, dass der Unfallraser aus Bremen solche Reaction-Videos zu oder Reaktion zu Unfallvideos auf YouTube veröffentlicht. Und ja, das ist echt wirklich unter aller Sau. Und ich hoffe wirklich, wie gesagt, dass zumindest die Staatsanwaltschaft oder der Richter davon Wind bekommt und das im laufenden Verfahren, noch ist ja nichts abgeschlossen, sie sind ja beide in Revision gegangen, die Parteien, dass das im laufenden Verfahren und in der Urteilsbegründung mit einfließen wird. Das hoffe ich, weil das Video sagt mir jetzt wirklich endgültig, die haben absolut den Verstand verloren, wissen gar nicht, was Phase ist, und speziell der Raser aus Bremen hat aus seinem Unfall überhaupt nichts gelernt. Ja, zumindest weiß er wohl nicht, was das Wort Moral bedeutet. Ja. Naja gut, das soll es auch schon gewesen sein zu den drei Bekloppten. Ich kann gar nicht verstehen, wie die Jugend solche Leute feiern kann und das und solche Leute als Vorbilder nimmt. Weil der eine hat gar keinen Führerschein, darf wohl auf Lebenszeit gar kein Motorrad mehr fahren. Hatte einen Unfall, wie gesagt, mit einer Maschine, die er nicht fahren durfte. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der andere hat ja auch relativ wenig Ahnung vom Zweiradfahren. Ja, der kann eigentlich meistens nur auf einem Rad fahren. Von der ganzen Technik hat er sowieso keine Ahnung. Der dritte, da enthalte ich mich einfach mal, der macht so eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck. Mir hat das eher so den Anschein, dass er da auf dieser Hypewelle mitschwimmen möchte und so ein bisschen ja, am langen Stiel mitlutscht, um so an Abonnenten und Views ranzukommen. Super, danke. Wie gesagt, Leute, sollte auch nur ein kurzes Video sein. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich da wieder die Bekloppten angesprochen habe. Ich musste einfach nur mal darüber reden, ein bisschen Luft drüber auslassen. Wie gesagt, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video anschauen werdet. Und wie gesagt, sollte einer von euch dabei sein, der die EICMA 2017 besucht, dann schreibt doch auch mal ganz gerne einen Kommentar oder meldet euch nach der EICMA und erzählt mir mal, was ihr so Schönes dort erlebt habt.
Ich bin auf jeden Fall total gespannt, weil nur neue Farben wird es wohl nicht geben, außer bei BMW. Wobei BMW hat, glaube ich, auch eine neue F750 angekündigt. KTM, die 790er mit Zweizylinder, die verabschieden sich ja, glaube ich, auch so langsam von dem Einzylinder, was ich aber auch nicht so ganz verstehen kann. Warum kann man Einzylinder nicht auf Euro 4 bringen? Ich meine, das kann Vespa auch mit ihren Rollern oder überhaupt so Rollerhersteller. Da sind ja meistens auch nur Einzylinder verbaut. Die schaffen auch alle ihre Euro 4. Warum schafft das KTM nicht und muss einen Zweizylinder rausbringen? Aber vielleicht stecken da auch andere Gründe hinter. Jo, ganz toll. Und dafür habe ich hier eine grüne Plaketta am Motorrad hängen. Wa? Feinstaubalarm. Bremsen anfahren, Bremsen anfahren. Für nix. Bei uns in Menden gibt es auch so ein paar Ampeln. Da kommt man dann an, fährt normal 70 und dann zack, geht es auf Rot, kurz bevor man ankommt. Und dann, ja, man steht noch nicht richtig, dann schwenkt sie wieder um auf Grün. Was das soll, liebe Verkehrsplaner, erklärt es mir mal. Auch gerne hier unten im Kommentarbereich. Ja, so, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt heiter, bleibt munter, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video, liebe Leute. Haut rein. See you later. Ciao.